speak in English. Ich hoffe, es ist kein Problem für euch. Good evening, ladies and gentlemen. I'm so sorry I couldn't speak German. My name is Bata, and I work in Barefoot College as a barefoot documentary filmmaker. I'm not a professional documentary filmmaker. I've never been to an institute to film making films. So I learned there my own. So I'm making films. I have been to Timbuktu in Africa, Gambia, Mauritania to shoot the women who used to come in Tilonia to learn about solar electrification. And these women are, I hope Anke told you in German, like these women are illiterate grandmothers and they never been to any school, but now they are learning solar light and they will become after 6 months solar engineer. So I think the women, they are doing too much for their community, and I believe that women can do lots of, and I really grateful and feeling honored to be here in Berlin. And thank you very much, Anke, to give this award to Barefoot College. It's really very mean for Barefoot College, because we can do lots of things, and we are really very confident to such a have this kind of award. Thank you very much to all. Vögeln mitgebracht, womit sich das jetzt auch als Dressed by Purpose herausstellt. Tota heißt Papagei auf Hindi. Der Vogel steht sowohl für das Land Indien, aber er ist auch das Begleittier von Kamadeva, dem Gott der Lust und der Liebe. Jemandem zu helfen, damit er sich selbst helfen kann, ist auch ein Akt der Liebe. Daher möchte ich heute Abend Sie alle bitten, mich dabei zu unterstützen, den Analphabetinnen in Indien und fast 20 der ärmsten afrikanischen Länder zu helfen. Für sehr wenig Geld, ungefähr 400 Euro, kann eine Frau zur Solaringenieurin ausgebildet werden. Für ungefähr 250 Euro kann ein Dorfhaus die Erstausstattung mit Solarlampen, Spezialbatterien und Wechselrichtern erhalten. Am Ausgang haben wir daher auf einem Tisch Flyer mit Informationen für Sie ausgelegt, sowie eine kleine Box für Spenden. Kleine und große Tota-Vögelketten können Sie als Dankeschön für eine Spende erhalten. Zwei Publikationen mit Fotos und Produkten aus dem Barefoot College liegen dort auch zur Einsicht bereit. Auf meinem Blog ankeseye.com finden Sie viele Fotos und Geschichten aus dem College, unter anderem auch über die Nachtschulen in Rajasthan, wo Kinder abends unter freiem Himmel lesen und schreiben lernen, die tagsüber Tiere hüten müssen. Liebe Gäste, zeigen Sie Solidarität mit den Frauen in der dritten Welt und lassen Sie Großzügigkeit walten. Wenn Sie dann einen Tota-Vogel als Dankeschön nach Hause nehmen können, denken Sie daran, was er bedeutet. Ein Zeichen der Liebe. Hängen Sie ihn neben das Bett und träumen Sie schön. Ein herzliches Dankeschön. Euch und Ihnen einen wunderschönen Abend.